Herr Riese, Sie haben ein sehr nachdenklich stimmendes und dabei doch amüsantes Buch geschrieben mit dem Titel Einmal sterben und zurück. Ein Reisebericht sozusagen unter anderem mit folgendem Eintrag. Am 10. Oktober 2012 bin ich gestorben. Es war genau 12:05 Uhr. Können Sie uns nochmal erzählen, wie es dazu kam und was Sie an diesem Tag erlebt haben? Ja, ich schweife mal so ein bisschen aus, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass mir die ganze Sache widerfahren ist. Ich war mit meiner Frau spazieren, bin nach Hause gekommen und hatte plötzlich Beschwerden in der Brust. Habe das aber als Atemnot von der Lunge her betrachtet, weil ich habe so eine Histaminintoleranz, habe ein Glas Wein getrunken und dachte, jetzt bekomme ich ein Asthmaschock auf der Lunge, weil irgendwann schlagen ja Allergien in Asthma um und da war meine Befürchtung. Da habe ich gesagt, ich muss unbedingt zum Lungenarzt. Das wurde nicht besser und ich wusste gar nicht, ob ich richtig einatmen oder ausatmen konnte. Und das ganze Wochenende über hörten die Beschwerden nicht auf. Montags bin ich dann zur Massage gegangen, habe mich massieren lassen und bin immer so 100 Meter weit gekommen, weil ich dorthin gelaufen bin und musste ganz extrem, unter extremer Luftnot habe ich gelitten. Und am Dienstagabend bin ich nochmal zur Massage, also dienstags war ich nochmal zur Massage und Dienstagabend ging es mir dann überhaupt nicht gut. Und dann hat ein Freund von mir angerufen, der Herzchirurg ist, und wir wollten einen Termin abstimmen. Er fragte dann so, wie geht's? Sag ich, ansonsten ganz gut, sage ich, aber ich glaube, ich habe einen Asthmaschock auf der Lunge bekommen. An seinem Stutzen habe ich dann irgendwie so festgestellt, sowas gibt es wahrscheinlich gar nicht. Und wenn man mit dem Arzt spricht, sollte man vorsichtig sein mit Eigendiagnosen. Und dann sagte er, sag mir mal die Symptome. Und ich erklärte ihm, was dann alles bei mir war mit der Luftnot mit allem. Und er sagte, das hört sich wohl eher nach Herzkranzgefäßen an. Und am gleichen Abend war ich bei ihm im Krankenhaus. Also er hat dann alles in die Wege geleitet. Nächsten Morgen bin ich dann in das Herzkatheterlabor reingefahren worden. Man hat mich nur kurz untersucht, die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und haben dann zu mir gesagt, wir müssen sofort operieren. Ich denke, ach du je. Aber jetzt hatte ich ja noch dieses Frühstücksbonbon drin, also diesen Beruhigungsklicker. Und da habe ich gesagt, na ja, machen wir es. Ne? Und dann wurde ich aber zurück aufs Zimmer geschoben. Meine Frau war noch nicht da, die kam dann gegen 9 Uhr morgens. Und sie war im 6. Monat schwanger und da wollte ich ihr natürlich jetzt nicht großartig von einer Bypass-Operation erzählen. Sagte aber, die müssen operieren, ist eine Kleinigkeit, das machen hier die Ärzte mit einer Semmel in der Hand. Das ist also so eine Regeloperation. Dann haben wir uns unterhalten über die anderen Kranken im Zimmer, worüber man sich eben unterhält. Der eine liegt im Bett, der andere sitzt davor, über unser Kind, das im Kommen war. Und um 12:05 Uhr sagte ich zu meiner Frau, mir ist es gerade nicht gut. Sag ich, weiß nicht, was ist. Sag ich, sag mal der Krankenschwester Bescheid. Ich schaue auf den Monitor, der rechts von mir war, und sah, dass ich schon tot war. Dann war schon die Flatlinie. Und das war das Letzte, was ich bewusst eben mitbekommen habe. Bin dann umgefallen. Und um 12:25 Uhr bin ich dann wieder zurückgeholt worden. Reanimation. Ich habe dann aufgeschaut und waren 20 oder 15 bis 20 Leute standen um mich herum, Krankenschwestern, Ärzte, die mich dann zurückgeholt haben. Das Erste, was ich dann also bewusst mitbekommen habe, er schafft es und dann Schätzchen kommen und dann habe ich Ohrfeigen bekommen von der Krankenschwester, mich geschüttelt und war dann wieder unter den Lebenden. Dann anschließend sofort ins Katheterlabor, da wurde mir ein Stent erst gesetzt, dann auf die Intensivstation und das war dann erstmal der ganze technische Ablauf, der mir im Krankenhaus dann. Widerfahren ist, ja. Und was haben Sie dann während dieser Zeit erlebt, als Sie tot waren? Es war ja erstmal für mich eine ganz, ganz seltsame Erfahrung, die ich gemacht habe. Erstmal wusste ich ja überhaupt nicht, was mir geschieht. War ja nicht so, dass ich sage, so, ich lege mich jetzt mal zum Sterben hin. Das war ganz einfach ein Knall. So, und weg war ich. Ich habe dann auch nicht das Übliche erlebt, was ich dann auch gelesen habe. Ich habe mich anschließend damit beschäftigt, was ist alles dort geschehen, sodass ich habe mich nicht selber dort liegen gesehen. Ich habe auch kein Licht gesehen, worauf ich zugegangen bin, sondern ich habe mich in einem Universum wiedergefunden. Ob ich das als das unserige Universum bezeichnen soll oder ein anderes, ich weiß es nicht. Ich habe also genau das empfunden, was man sieht, wenn man Filme sieht über Universen, Galaxien, aber die waren alles, hatte ich das Gefühl gehabt, als wenn ich dort mit verschmolzen wäre. Als wenn ich Galaxien umarmen könnte, irgendwie so. Ich war riesengroß,
Mein Name ist jetzt auch noch Riese, aber das ist ein Zufall. Und ich konnte alles verkleinern, ich konnte alles fokussieren. Ich war wie übermächtig, also als wenn ich dort durchschwimmen würde und konnte mich ganz klein machen. Ich habe dann Personen wieder gesehen. Ich konnte mich selbst in diese Personen hineinversetzen und konnte denken, wie diese Personen denken. Und konnte auch in mich wieder hinein. Es war auch kein Zeitabschnitt, der dort ablief. Es passierte alles gleichzeitig. Ich konnte auch alles gleichzeitig erfassen. Das, was ich jetzt erzähle in einer Reihenfolge, das passierte so, wie ich es noch so eben in Erinnerung habe, passierte alles gleichzeitig. Und es war ein unheimlich schönes Gefühl. Es war seltsam, es war sehr, sehr friedvoll. Ich habe dort in diesem Bereich eigentlich gar nichts gehört, außer das, was ich so mitbekommen habe, was ich gerade gesagt habe, wenn ich mich in Leute hineinversetze. Ich habe dieses Universum habe ich dann wie eine Blase irgendwo empfunden, was pumpte, als wenn das Universum selbst lebt und sich wieder zusammenzieht. Und dann war mein Empfinden dabei, am Rand des Universums wäre die Ewigkeit. Und von dort habe ich, es waren schemenhafte Figuren, die ich gesehen habe. Und ich habe Klänge gehört, die ich nicht mehr beschreiben kann, die aber in meiner immer noch Erinnerung wunderschön waren, nur ich könnte sie niemals wiedergeben oder jetzt irgendwie sagen, sie mit irgendeiner bekannten Musik vergleichen. Es waren einfach Klänge, die ich gehört habe, die mir unheimlich gefallen haben. Waren da in diesem Erleben auch andere Empfindungen? Man hört oft von einer großen Geborgenheit, auch dass man so das Gefühl hat, ich bin jetzt in einem Allwissen drinnen. Wie war das für Sie? Ich muss dazu sagen, das weiß ich jetzt, also ich habe es sofort aufgeschrieben. Ich habe auch die Sachen, die mir in Erinnerung blieben, ich habe gemerkt, dass mir meine Erinnerungen entzogen werden. Ich habe nicht mehr verstanden, alles saugte sich aus meinem Körper wieder raus. Ich wollte es festhalten. Und ich habe dann mein iPhone beigehabt und habe sofort alles reingetippt, was noch in Erinnerung blieb dabei. Ich habe ein wahnsinniges Verständnis gehabt für das, was ich war. Ich wusste auch alles. Es war nicht so, dass ich plötzlich ein Wissen bekam. Es war einfach alles drin. Ich habe Verständnis für das gehabt, was um mich herum war. Ich wusste, warum das alles so existierte. Ich hatte schon ein grenzenloses Wissen, wovon ich gerne alles mitgebracht hätte, aber jetzt im Augenblick nichts mehr übrig geblieben ist. Wenn ich in meinem Buch selber lese, dann bin ich selber erstaunt auch. Und dann sage ich, ja, so irgendwo dann ist es wie ein Schnipsen, aber nicht mehr so, dass ich es real noch nachvollziehen kann. Es war mehrdimensional alles, was ich dort empfunden habe. Es war so, und das zu beschreiben, das fällt mir wahnsinnig schwer, weil ich kann es auch noch nicht mal mehr richtig nachvollziehen. Aber es war ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich war, was ich weiß, ich wusste nicht, ob ich da bleibe. Ich habe mich aber auch nicht erinnern können, dass ich daran gedacht hätte oder dass ich ein Empfinden hatte, wieder zurückzuholen. Das war alles nicht. Also diesen Konflikt hatte ich gar nicht gehabt. Okay. Ich war nur plötzlich zurück. Warum? Es war nicht so, dass man mich vor eine Entscheidung gestellt hat oder dass mich irgendjemand zurückgeschickt hat. Dass ich das so sage, mich jemand zurückgeschickt hat, das habe ich nachher durch Berichte über Nahtoderlebnisse gelesen und so, weil mich interessiert hat, was ist mir eigentlich dort widerfahren. Und das habe ich alles nicht so gehabt. Als Sie im Nachhinein dann analysiert haben, was Sie da erlebt haben, zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? Für mich war eine riesengroße Frage, das habe ich auch als Kapitel in meinem Buch mit reingepackt, wie tot war ich eigentlich? Und ich muss im Nachhinein dazu sagen, dass es tatsächlich verschiedene Stufen der Todesart gibt. Und das habe ich ziemlich genau analysiert. Wenn jemand im Koma liegt, ja, ist er dann tot oder kann er dann überhaupt eine Nahtoderfahrung haben? Oder müssen wir dann wirklich tatsächlich von einer Reststromenergie sprechen, die im Gehirn arbeitet? Von vielleicht Wunschdenken, Wunscheffekte, die ausgestrahlt werden. Bei mir war es so, bei mir half ja noch nicht mal mehr ein Defibrillator, weil der ist nur für Kammerflimmern da. Bei mir war Herzstillstand, das heißt also, mein Herz hat völlig ausgesetzt. Nach 10 Sekunden war mein Großhirn, mein Kleinhirn, Hirnstamm und die Hirnrinde außer Funktion und meine kompletten Organe haben sich stillgelegt. Da war nichts mehr. Und da kann man auch nicht mehr von einer Halluzination sprechen, weil absolut tatsächlich nichts mehr Lebendiges gemessen werden konnte bei mir. Das, was ich erlebt habe, kann ich also persönlich sagen, ich war tatsächlich tot. Und
mein Empfinden war, dass nicht ich tot war, sondern da war ein Körper. Ich habe es versucht ja mit der Schrödinger Katze zu erklären, wie tot war ich wirklich. Mhm. Also da ist ja auch so ein Teil von mir drin. Und ich wusste, mein Bewusstsein war raus. Und im Nachhinein habe ich mich dann, wie gesagt, damit beschäftigt, wann ist der Mensch überhaupt tot? Gerade bei den Organentnahmen ist es ja sehr, sehr wichtig, das festzustellen. Und es ist eine Tatsache, man kann nicht feststellen, wann jemand tot ist. Das ist Fakt. Mhm. Man kann natürlich jetzt sagen, wenn er verwest, also wenn der Zelltod eintritt, dann ist er tatsächlich tot. Der kommt auch dann nicht mehr zurück, weil das Bewusstsein weiß nicht, wo soll ich jetzt noch andocken, jetzt letztendlich, wenn es zurückkommen würde. Aber für die Organentnahmen, also Organspende, sind natürlich eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Wann ist dort jemand tot? Und wann kann ich noch Organe entnehmen? Im Verwesungszustand funktioniert das nicht mehr. Das heißt, in irgendeiner Form müssen die Zellen noch eine gewisse Lebendigkeit aufweisen. Aber lebt der Mensch dann auch noch? Mhm. Bei mir war es so, ich wäre also vielleicht in jedem anderen Krankenhaus, ich weiß es nicht, ich habe auch im Nachhinein nicht gefragt, wäre ich schon in eine Kühlkammer gewesen oder für die Organspende vorgesehen, wenn nicht überall drauf gestanden hätte, dass ich ein Freund von dem Herzchirurgen gewesen wäre. Und der hatte mich ja im Prinzip einen Tag vorher ins Krankenhaus reingebracht und da haben die sich nochmal richtig Mühe gegeben, mich zurückzuholen. So werde ich einfach mal die ganze Sache wohlwollend betrachten, weil 20 Minuten Reanimierung im Krankenhaus ist, denke ich, die äußerste Grenze. Ja. Weiter macht man es einfach nicht. An einer Stelle in Ihrem ersten Buch schreiben Sie: Ich bin nicht mit einer besonderen Aufgabe wiedergekommen und habe auch keine Mission zu erfüllen. Jedenfalls weiß ich nichts davon. Inwieweit haben diese Erlebnisse dennoch Ihr Leben verändert? Es hat also schon einiges verändert. Erstmal rein pragmatisch. Bei mir ist ja noch wesentlich mehr vorgefallen. Ich hatte also einen alten Herzinfarkt, den ich gar nicht mitbekommen habe. Der muss irgendwann in den letzten Jahren stattgefunden haben. Und der hat mir meine Herzhauptarterie, die LAD, das ist die Hauptarterie für die Vorderwand, auf einer Strecke von 5 cm vollständig verschlossen. Dass ich das überhaupt überlebe, es geht gar nicht. Also wenn eine Arterie verschlossen ist, dann hat man einen Herzinfarkt. Entweder stirbt man oder man bekommt einen Stent. Und bei mir haben sich Kollateralarterien gebildet um diese Stenose herum. Das nennt man Arteriogenese, also man versucht heute sehr, sehr krampfhaft und in verschiedensten Universitäten eine Therapie dafür zu finden, damit die Arteriogenese angeregt werden kann, künstlich. Die Problematik ist, wenn ich einen Herzinfarkt bekomme und es verschließt sich eine Arterie, dann kann man so schnell gar nicht therapieren, dass sich neue Arterien bilden, neue Kollateral, also es sind hauchdünne Arterien. Und bei mir ist es so, dass das irgendwann mal stattgefunden haben muss. Man weiß heute nicht wann. Vielleicht auf einem ganz harmonischen Weg, also der Verschluss der Arterie mit dem sportlichen Überdruck, den Sie haben geschrieben, dass Sie immer dann so Trainingsphasen hatten, wo Sie gerade viel gemacht haben, dass das vielleicht. Ich spreche ja gerne, in meinem Moment. Buch habe ich ja gerne reingeschrieben, dass ich ein körperlicher Totalschaden bin oder war. Ja. Und es war so, dass ich unter Wirbelverschiebungen leide. Und da ist ein Wirbel, den nennt man TH2, das ist der fünfte von oben. Wenn der verrutscht, dann reizt der einen Nerv. Der ist das der gleiche Nerv, der gereizt wird wie beim Herzinfarkt. Das heißt, die Symptome sind gleich. Der linke Arm, der wird wie gelähmt. Man hat Schmerzen in der Schulter, im Kiefer, im Rücken. Man bekommt Todesangst. Man hat auch kalten Schweißausbruch. Also wie bei einem Herzinfarkt. Das erste Mal wurde was bei mir festgestellt, ist schon weit über 20 Jahre her. Und nach einer Odyssee bei Kardiologen und bei anderen Ärzten wurde dann beim Orthopäden festgestellt, dass sich dieser Wirbel verschiebt und dass der diese Symptome auslöst. Mit Massagen war das immer im Griff zu bekommen, aber wenn man gerade dieses Symptom bekommt, dann einen Massagetermin. Ich habe es dann mit Liegestützen gemacht, immer wieder Liegestützen. Da waren wahrscheinlich auch meine sportlichen Betätigungen dabei. Und irgendwann war es nicht der Wirbel, irgendwann war es tatsächlich ein Herzinfarkt, wo ich dann mit Liegestützen den wohl, ich möchte jetzt nicht sagen, kuriert habe. Ne, aber es war eine Gratwanderung, die ich wohl permanent, eine Gratwanderung mit dem Tod, ein Spiel mit dem Tod, was ich die ganze Zeit gemacht habe, ohne es zu wissen. Und jetzt zur Aufgabe zurückkommen, was die Frage war.
Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, genau diese Art, das, was im Herzen stattfindet, diese Arteriogenese auch bekannt zu machen. Erstmal über mein erstes Buch und es wird auch immer wieder in meinen weiteren Büchern drin vorkommen, weil es eine ganz spannende Geschichte ist. Es ist auch keine Sache, die über Jahre hinaus stattfindet, sondern diese Arteriogenese findet innerhalb von 3 Wochen statt. Das ist also ein sehr, sehr geringer Zeitraum. Und deswegen rate ich auch jedem, ob er Herzpatient ist oder nicht Herzpatient ist, zu sehr viel Bewegung. Zu Bewegung wurde schon immer geraten. Jeder Arzt sagt Ihnen, bewegen Sie sich. Aber ich habe das ganz, ganz genau analysiert, warum diese Bewegung sehr, sehr wichtig ist für unseren Körper. Man sieht häufig draußen die Greise, die dort rennen mit dem Stirnband und laufen. Aber eins können Sie mir glauben, diese Greise werden, wenn Sie die untersuchen, die haben alles verkalkt. Die ganzen Arterien sind verkalkt, aber die werden daran nicht sterben. Weil um diese ganzen Verkalkungen herum bilden sich immer wieder neue Arterien. Immer wieder neue Arterien. Das ist nachgewiesen und das ist faszinierend. Deswegen, also auch wenn es krampfhaft aussieht, sollte man sich viel bewegen und wenn man nicht sich stark bewegen kann, viel spazieren gehen. Weil selbst das bringt schon, dass diese Arteriogenese stattfindet. Es ist ein erhöhter Blutschub, der auf das Herz kommt durch die sportliche Anregung. Mhm. Und wenn dort Arterien schon angekalkt sind, sodass dass der Blutschub nicht ordnungsgemäß abfließen kann, dann sucht sich der Körper einen eigenen Weg und baut so diese so hauchdünne Arterien, die sowieso vorhanden ist, baut er dann schon mehr aus, dass sie zu einer Arteriogenese, zu Kollateralen werden und eben den Blutdurchfluss laufen lassen. Also in Summe war das Ergebnis Ihrer Erlebnisse, ich muss mein Leben ändern, ich muss Bewegung machen und jetzt steht der Wien-Marathon an. Ja, der jetzt am 10. April stattfinden wird. Ne? Und da trainiere ich jetzt schon seit 2 Jahren für. Also regelmäßig und mit wenig Freude, muss ich dazu sagen, weil in meinem neuen Buch steht als erster Satz drin, ich hasse das Laufen, aber ich werde laufen bis zu meinem Lebensende, weil es rettet mir das Leben. Mhm. Ich habe auch reingeschrieben, glaube ich, in dem Buch ist es für mich die unliebsamste Fortbewegungsart. Früher bin ich zum Kiosk mit dem Auto gefahren und heute laufe ich, also alles, was unter 3 Kilometern ist, da nehme ich nichts anderes, dann marschiere ich einfach schnell los, zu meinem Training sowieso. Wie sieht ein typisches Training bei Ihnen aus? Schrecklich. Also ich brauche erstmal 2 Kilometer Anlaufstrecke, damit ich überhaupt eine Leistung bringen kann, weil ich leide natürlich immer noch durch die verschlossene Arterie. Man muss sich das vorstellen, diese Kollateralen sind natürlich nur ein Zehntel bis ein Hundertstel einer normalen Arterie. Und da muss jetzt der gesamte Blutfluss durch. Und ich pumpe mir die eigentlich durch das Vorlaufen auf, sodass das Blut besser durchläuft. Das war am Anfang war es eine regelrechte Folter. Und zwar, ich kann meinen ersten Trainingstag mal kurz nennen. Ich trainiere jetzt für einen Marathonlauf. Ich werde anfangen mit 5 Kilometer, weil ich war als alter Sportler sehr, sehr realistisch. Da habe ich mir gedacht, gar nicht übertreiben. Habe mir dann schöne Sachen angezogen, habe meine Dehnungsübungen gemacht und bin dann losgelaufen in der Hoffnung, die ersten 5 Kilometer gelassen zu laufen. Und ich bin genau 100 Meter weit gekommen und bin dann zusammengebrochen, weil es knallte mir ein Angina pectoris Anfall aufs Herz, wo ich dann also sofort stillstand und Panik hatte und mir gesagt habe, ich laufe nie mehr. Ne? Das war aber auch wieder nur für den Augenblick, weil ich hatte mir vorgenommen zu laufen, das wollte ich dann auch machen, aber ich habe mir gedacht, so funktioniert das nicht. Also ich habe also nur 100 Meter ist also doch schon eine relativ klägliche Strecke gewesen. Und unser Kind ist gerade zur Welt gekommen zu diesem Zeitpunkt und da wir sowieso mit dem Kinderwagen spazieren gehen mussten, habe ich dann zu meiner Frau gesagt, lass uns im Jogginganzug mit unserem Kind spazieren gehen und die Strecken immer größer werden lassen. Also, und beim Spazieren versuchen, immer schneller zu gehen. Wäre schön, wenn du da mitmachst. Hat sie natürlich mitgemacht. Und so bin ich dann auf Strecken gekommen. Durch Spazieren gehen, teilweise 10, 15 Kilometer sind wir da also schon. Also den ganzen Tag über haben wir dafür gebraucht. Aber der Körper war permanent in Bewegung und hat sich auch wieder daran gewöhnt, Leistung zu bringen. Ja. Man meint immer, man bringt Leistung, wenn man so den ganzen Tag unterwegs ist, aber es ist doch ein Unterschied, wenn man das dann sportlich betrachtet. Mhm. Das ging auch alles gut. Ich hatte dann auch keinen weiteren Anfall mehr und ich habe das 6 oder 7 Monate, ich weiß es nicht mehr genau, so praktiziert, indem wir also wirklich nur über das Spazierengehen unseren Körper in Spannung gebracht haben.
Und dann wollte ich das erste Mal wieder laufen. Dann bin ich sofort, also wie gleiches Szenario wie beim ersten Mal, losgelaufen. Ich bin wieder nur 100 Meter weit gekommen und wieder zusammengeknackt. Und habe gesagt, das geht einfach gar nicht. Was passiert da in mir? Ne? Und dann habe ich aber nicht aufgegeben. Ich wollte jetzt nicht aufgeben und sagen, ich laufe jetzt nicht mehr weiter, weil dann wäre ich wahrscheinlich niemals wieder in meine Turnschuhe gekrochen. Und habe dann gewartet, bis dieser Anfall vorüber war und bin dann einfach weitergegangen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich habe nichts, also mir geht's wieder gut und bin dann wieder weitergelaufen. Mhm. Dann habe ich gemerkt, dass wieder so ein Druck auf mein Herz stattfand. Und allmählich habe ich dann verstanden, was dort passiert. Also ich muss diesen Druck, diesen übermäßigen Druck, der aufs Herz schlägt, den muss ich dosieren. Das heißt also, ich habe mit dem Angina pectoris Anfall gespielt. So, also ich habe den erwartet und ich hab den für mich im Kopf als etwas Positives auch betrachtet, weil ich mir gesagt habe, auch wenn es schmerzt, aber damit blase ich mir die Arterien auf. Damit baue ich neue Arterien auf. Das war genau das, was ich im Kopf hatte und ich habe auch nur daran gedacht, ja, lauf, bis es schmerzt, weil dann wird sich das Herz selber regenerieren. Ob das jetzt medizinisch richtig oder verkehrt war, diese Überlegung zu dem damaligen Zeitpunkt, war mir egal. Ich wollte das einfach so glauben. Ich wollte einfach, dass das so ist. Und habe auch genauso weiter trainiert. Ich habe auch nicht getraut, mich meinem Arzt anzuvertrauen oder meinem Freund dort. Das habe ich erst nachher gemacht, als das tatsächlich so funktioniert hat. Und ich nach mehreren Monaten Training untersucht worden bin und man festgestellt hat, dass ich in einem, also im normalen Normalzustand, keine Durchblutungsstörung mehr am Herz hatte, was vorher doch gewaltig war. Und da habe ich gemerkt, also, dass ich tatsächlich diese Arteriogenese durch meine Bewegung, durch meinen Lauf mit allen drum und dran anrege und das Herz es selber schafft, sich zu reparieren. Und die Problematik allerdings habe ich heute noch, dass ich immer noch die verschlossene Herzarterie habe und nicht einfach loslaufen kann. Wenn ich schnell über eine Straße laufe, wegen viel Verkehr oder sonst was, bin ich komplett außer Atem, wenn ich am anderen Ende hinkomme. Mhm. Marschiere ich meine 2 Kilometer erst in ziemlich raschen Gang und laufe dann habe ich schon so einen Rhythmus drauf, der das alles nicht beeinträchtigt. Ich komme auch heute nicht mehr in einem Zustand des Angina pectoris, dass ich also mit Schmerzen aufhören muss. Mhm. Heute habe ich mehr das Problem, dass meine Muskeln, also dadurch, dass sie zu wenig Sauerstoff bekommen durch den Ganzen, wie man das gewohnt ist, gerade die großen Muskeln, dass sich dort Laktate abbilden und das extrem schmerzhaft ist, weil ab einer bestimmten Phase zum Verbrennen brauchen wir Sauerstoff und wenn nicht genügend Sauerstoff in den Muskeln drin ist, dann verbrennen die kurzfristig ohne Sauerstoff, aber nicht restlos. Und diese Reste, die setzen sich dann in den Muskeln fest und das ist äußerst schmerzhaft. Manchmal laufe ich und spüre gar nicht mehr meine Beine, dann muss ich nach unten schauen, dass ich noch Bodenkontakt habe, sonst wird mir schwindelig werden. Das sind dann so diese Probleme bei mir. Also es ist kein normales Training, was man sich so vorstellt. Deswegen gibt es auch keinen Trainingsplan für mich, also den man aus dem Internet ziehen kann. Wie muss ein ehemaliges Herztoter jetzt laufen, damit er Marathon schafft? Werden Sie nicht finden. Das muss ich also selber alles genau, musste ich selber alles genau herausfinden. Auch wie schnell darf ich laufen? Wie viele Kilometer darf ich laufen? Das waren alles so Sachen. Man hat mir von professioneller Seite natürlich gesagt, Pulsuhr und das und das und das. Und ich weiß nicht, was man mir noch alles geraten hat. Ich habe auf alles verzichtet. Ich habe einfach gesagt, nützt alles nichts. Die Pulsuhr, die kann mir nicht sagen, wenn was mit meinem Herz ist. Ich kann nur in mich hineinhorchen. Ja? Ich kann laufen und kann hören oder spüren, was ist mit meinem Körper. Ja? Und das war auch sehr, sehr wichtig für mich. Viele laufen mit Musik und das mache ich alles nicht. Also ich laufe tatsächlich los und von der ersten Minute an höre ich auf meinen Körper, wann sagt er mir Stopp, wann sagt er mir langsamer, wann sagt er mir, du kannst jetzt wieder ein bisschen. Wenn Schmerzen sind, sind das reine Muskelschmerzen in den Beinen, also Erschöpfungsschmerzen. Oder kann es vom Herz kommen, weil da gibt es manchmal so Austausch, dann kann man das nicht genau differenzieren. Und das kriegt man tatsächlich nur heraus durch Erfahrungsläufe. Beobachtung. Ja. Ich möchte noch einmal auf das Thema Tod zurückkommen. Sie haben Ihre Angst vor dem Tod verloren, schreiben aber an einer Stelle in Ihrem ersten Buch, das, was mir nicht gefällt, ist, dass ich so häufig sterben muss. Bei jedem Unwohlsein fühle ich den Tod. Ständiges Sterben ist lästig. Was ist jetzt Ihr Verhältnis zum Tod?
etwas, das man nicht tabuisieren muss, aber auf der anderen Seite auch nichts Erstrebenswertes. Das ist absolut kein Tabu für mich. Ich spreche mit jedem darüber, der es hören möchte oder nicht hören möchte, weil es ist eine sehr, sehr wichtige Geschichte, und zwar die Angst, die in einem selber drin ist. Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe keine Angst mehr, das stimmte noch, als ich das Buch geschrieben habe, dass ich keine Angst habe, und ich habe Gott sei Dank die Angst wiedergefunden. Durch meine Tochter. Und zwar, als sie das erste Mal Papa zu mir gesagt hat, da habe ich Angst gespürt, das nicht mehr häufig genug zu hören. Und so ist meine Angst wiedergekommen und somit auch meine Lebensfreude. Und die habe ich erst im Nachhinein wieder festgestellt. Während ich das Buch geschrieben habe, Einmal sterben und zurück, fehlte mir das, was mir erst später bewusst wurde, die Lebensfreude. Also wirklich der Spaß am Leben. Und dazu gehört einfach, dass man auf sich aufpasst, weil der Tod ist ja auch irgendwo im Raum. Ich habe keine Angst vor dem Sterben selbst, sondern ich habe einfach nur letztendlich noch so das Bedürfnis, ein bisschen mit meiner Tochter, mit meiner Frau, das alles zu genießen, mit meinem Sohn, das möchte ich alles noch begleiten. Und es geht nicht um die Angst vor dem Tod, es geht nicht um die Angst vor, dass irgendetwas passiert, sondern es geht darum, dass man keine Angst vor dieser Angst haben sollte. Auch das sollte man irgendwo leben. Und in diesem Buch habe ich es schon also einmal sterben und zurück habe ich es beschrieben. Und zwar war ich noch, was wir gerade noch nicht gesagt haben, hat man festgestellt, dass ich zuckerkrank war. Und dann habe ich diese starke Zuckertabletten bekommen. Und dann zwischendurch, wenn man die genommen hat, und ab einem bestimmten Zeitpunkt passiert auch eine Unterzuckerung. Und das ist mir einmal widerfahren, eine Unterzuckerung. Und das ist gleich, als wenn man zwei Glas Champagner trinkt. Also sehr, sehr schummrig mit allem. Und genauso war es, als ich gestorben bin. Ja, andere erleben ja einen schmerzhaften Tod, die einen ganz seichten. Meiner war sehr, sehr seltsam. Ich habe meine Frau angeschaut und habe einfach, mir war schwindelig. Schummrig vielleicht mehr, als, wie gesagt, wie ich gerade schon sagte, zwei, drei Glas Champagner, wenn man das so kennt. Und dann bin ich umgefallen. Und das war das Allerschlimmste im Nachhinein, weil der Tod, der war viel zu leicht. Und wenn man so eine Unterzuckerung hat, ist das das Gleiche. Dann hat man das Gefühl, ach, jetzt, ich verabschiede mich schon mal, fertig. Oder so ein leichtes Zwicken, Zwacken oder sonst irgendwas. Das, was für andere sagt, ach, ich muss mal zum Arzt gehen, war für mich schon dabei, oh, ist wieder genau das gleiche Gefühl, was ich erlebt hatte beim Sterben. Deswegen habe ich reingeschrieben, ständiges Sterben ist lästig, weil ich permanent das Gefühl hatte, jetzt ist es wieder soweit. Ein Kapitel Ihres Buches hat den Titel Die sechs Todsünden, und Sie schreiben, ich kenne sie alle, denn ich habe gesündigt. Was also sollte man nach Ihren Erfahrungen unbedingt vermeiden? Was sind die wichtigsten Botschaften, die Sie uns allen aufgrund Ihrer Erfahrungen mitgeben möchten? Also die zentralste Botschaft, das Schöne daran ist, ich brauche nicht einfach was zu erzählen, ich habe es ja tatsächlich erlebt. Ich habe 70 Zigaretten am Tag geraucht und ich habe gerne geraucht, weil ich mochte das. Wenn ich die 70 Zigaretten nicht geschafft habe, bin ich abends ein bisschen länger aufgeblieben, um das Pensum ranzukriegen. Und irgendwann, das ist jetzt allmählich 12 Jahre her, bevor meinem Herzinfarkt, habe ich 8 Jahre zuvor aufgehört mit dem Rauchen. Das war aber mehr so ein Schlüsselerlebnis. Ich habe einen schneeweißen Aschenbecher gehabt und habe einen Zigarillo geraucht. Habe diesen Zigarillo in den Aschenbecher ausgedrückt und hatte telefoniert. Und am Ende des Telefonats habe ich mal einen Kaffee getrunken und schaute in den Aschenbecher. Und das war für mich ein ganz, ganz schrecklicher Anblick. Da habe ich diesen schneeweißen, alabasterfarbenen Aschenbecher gesehen, war gleichzeitig, also habe ich den mit meiner Lunge assoziiert, und dann diesen ausgedrückten Zigarillo. Man drückt ja kein Zigarillo aus, den lässt man eigentlich ausgehen. Den hatte ich aber in der Hektik des Telefonsgesprächs ausgedrückt, und diese braune Suppe, die dort drin ist, die lief dann in diesem Aschenbecher rum. Und da habe ich mir gesagt, so, ich rauche nicht mehr. Und das war tatsächlich meine letzte Zigarette. Ich habe dann kein Hilfsmittel genommen, ich habe kein Nikotinpflaster genommen, gar nichts. Ich habe gesagt, ich will das Leid des Aufhörens auch spüren, damit ich nie wieder anfange. Und ich habe in dem Buch dann also sehr genau die Details beschrieben, was Rauchen bewirkt im Körper. Bei mir hat es das bewirkt, was es letztendlich, also ein Herzinfarkt, den ich nicht gespürt habe, eine immer noch verschlossene Herzarterie, 20-minütigen Herztod. Und ich weiß nicht, was noch alles für Sachen, die ich vielleicht oder Gott sei Dank schön abgearbeitet habe.
Aber Zigaretten sind nun mal gerade für den Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen das Allerschlimmste, was man sich antun kann. Todsünde nicht bewegen. Nicht bewegen. Deswegen schreibe ich ja, also auch wenn man es hasst, das Laufen, das Gehen, und ich hasse es wirklich, ich bin keiner, der jetzt also von, bei mir werden auch nicht diese Endorphine frei, ne? Also wenn ich laufe, ich habe da also viel zu sehr, muss ich mit mir kämpfen, dass ich das alles bewältige, als dass ich jetzt dieses Glücksgefühl, wovon Läufer sprechen, empfinde. Aber ich weiß, dass dieses Bewegen, was das für den Körper macht, was das ausmacht. Bei den meisten Menschen entstehen tatsächlich Glücksgefühle, Sorgen werden ganz, ganz gering. Und für die Psyche, ob jemand Depressionen hat, es ist alles eine wunderschöne Geschichte. Man kann den Arzt so sehr helfen oder den Psychologen auch, indem man sich einfach nur bewegt und man geht ganz anders zu dem Arzt hin. Weil der Körper, der hilft sich in dem Augenblick selbst durch alles, was er ausstößt. Vielleicht zu dem Thema, was ich in dem neuen Buch reingeschrieben habe, gerade weil das passt mit Angst und Bewegung. Es ist so, wenn ich Angst habe, man hört schon mal davon, der ist an seiner eigenen Angst gestorben. Das hört sich lächerlich an, aber es stimmt tatsächlich. Es ist nur nicht die Angst, an die er gestorben ist. Angst ist ein Fluchtreflex, der bei uns im Körper stattfindet. Und in dem Augenblick, wenn ich Angst verspüre, schütten meine Nebennieren Adrenalin aus. Das ist ein Hormon. Und dieses Adrenalin überschwemmt den Körper. Und jetzt passiert es, dass Leute sich nach einer Angst- oder Panikattacke sich wieder selber beruhigen und sagen, komm, ist alles nicht so schlimm und so weiter und so fort. Dann geht es denen nachher ja wieder besser, sie haben sich beruhigt. Das ist aber ein fataler Irrglaube. Die müssten ihren Jogginganzug sofort nehmen und loslaufen, weil das Adrenalin bleibt im Körper und fängt jetzt an, den Körper zu vergiften. Bei jedem Fluchtreflex, der dann auch ausgelebt wird, wenn man also eine Panik bekommt und läuft, in dem Augenblick baut sich das Adrenalin aus dem Körper wieder ab. Und das wird bei einer Panikattacke, die man auf seinem Sofa dort versucht zu bewältigen und auch die man bewältigt, wird das nicht gemacht. Das Adrenalin verbleibt im Körper und vergiftet ihn. Und es funktioniert nur, dass man das Adrenalin rausbekommt, raus und laufen. Deswegen also zu der Frage auch Bewegung und Todsünde. Es ist tatsächlich, wenn ich mich nicht bewege, eine Todsünde. Und wenn ich unter Ängsten leide, Depressionen darunter leide, dann ist das mein Tod. Nämlich die Angst, weil irgendwann vergiftet sie mich. Der Wien-Marathon steht an und im Herbst 2016 ein neues Buch. Können Sie uns schon etwas über den Inhalt verraten? Ja, also das Buch selbst, das ist auch wieder satirisch aufgebaut wie das erste. Dafür habe ich zu viel Humor, als dass ich einen todernsten Ratgeber schreibe. Obwohl alles dort drin ist ein Ratgeber. Und zwar beschäftigt sich das Buch, wie ich meine Angst bannen kann. Sehr, sehr viele Menschen leiden unter Ängsten. Gerade Menschen, die so etwas erlebt haben wie ich. Nehmen wir mal den Herztod beiseite. Das ist ja die Königsklasse letztendlich. Aber ein Herzinfarkt, den einfach so abzuarbeiten, das funktioniert nicht. Ich werde aus dem Krankenhaus entlassen, die Ärzte entlassen mich. Ich habe da nicht einen Psychologen bei mir, der mich darauf vorbereitet, was jetzt alles passiert. Dann komme ich nach Hause, man schaut mich an und man sagt dann, oh, du siehst aber gut aus. Ja, ist klar, man bekommt sein Stent gesetzt, das Gesicht, was vorher blass und grau war, wie man die Person kannte, die einen Herzinfarkt hatte, ist plötzlich gut durchblutet. Der sieht also wesentlich besser aus als vor seinem Herzinfarkt. Demzufolge wird er von seiner Verwandtschaft und Bekanntschaft gar nicht als Kranker angesehen. Jemand, der ein Gipsbein hat, der erfährt wesentlich mehr Mitleid als ein Herzinfarktpatient. Fatalerweise. Dazu kommt, dass sich kaum jemand mit einem Herzinfarktpatienten unterhalten möchte, weil das ist ein latenter Todesgruß. Und das ist nicht das Gespräch für eine Party oder für einen Abend. So, da haben wir dann also den Herzinfarktpatienten, der ganz alleine dort sitzt. Und davon gibt es wieder drei verschiedene. Der eine, der alles in sich hineinfrisst und keinen belästigen möchte. Und der sagt, ach ja, ist schon gut und, ist alles in Ordnung. Dann gibt es den zweiten, der sehr, sehr plötzlich übermäßig witzig wird, also sehr, sehr unterhaltsam meint zu sein und alles mit einem Witz beseelt. Und der dritte, der sehr burschikos und frech reagiert seinem Umfeld gegenüber. Allen drei beinhalten aber eines, sie haben Angst. Das ist eine fürchterliche Angst, dass das wieder passiert, was mit denen geschehen ist. Dadurch entsteht auch, dass sie sich nicht trauen, sich zu bewegen, wieder zu dem Thema Bewegung. Ich bewege mich lieber nicht, weil es war ja früher so, vor 15 Jahren, 20 Jahren, dass die Ärzte gesagt haben,
Ruhe ist das Allerwichtigste. Und das war falsch, das weiß man heute. Bewegung ist nämlich das Allerwichtigste. Wer sich nicht traut, sich selbst zu bewegen, so wie ich das auch mache, sollte sich einer Herzsportgruppe anschließen. Das wird überall angeboten. Ich kann bei meiner Krankenkasse nachfragen, bei meinem Arzt nachfragen. Im Internet, Herzsportgruppen gibt es in jeder Umgebung. Und da sollte man einfach starten. Und dann wird man wieder ziemlich schnell ins Leben integriert. Und man sollte sein Umfeld belästigen. Man sollte denen ruhig erzählen von seinem Herzinfarkt. Weil die Angst, die stattfindet, ist nämlich auch ein Problem, dass das Gehirn es nicht schafft, den Herzinfarkt in die Vergangenheit abzuspeichern. Der bleibt bei den meisten extrem präsent. Selbst wenn die Jahre vorbei sind, ist der Herzinfarkt immer noch präsent. Weil durch die ständige Angst des Todes bleibt auch der Herzinfarkt präsent. Und wird nicht als eine vergangene Geschichte abgespeichert. Man kann dem Gehirn aber helfen dabei, indem man tatsächlich sagt, ich hatte mal einen Herzinfarkt. Alleine dieses Reden in der Vergangenheitsform hilft dem Gehirn, das abzuspeichern und anschließend meiner Psyche das nicht mehr so hervorzuholen. Mhm. Ist ein bisschen komplex, aber darüber spricht oder schreibt dieses Buch. Mhm. Und auf einer unterhaltsamen Weise eben, wie kann ich meine eigene Angst bewältigen, ohne dass ich jetzt ganz, ganz, ganz schlimme Pillen zu mir nehmen muss. Na, und kann also durch viele verschiedene Kleinigkeiten mir selber helfen. Herr Riese, viel Erfolg mit dem neuen Buch und alles Gute für Sie. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.